Gestern bin ich in der Zeitung gewesen, hier in der lokalen Freiburger Nachricht. Ich bin ja Freiburger und ich bin hier in der News gewesen, in der Zeitung. Es tönt ging so abgehoben, wenn ich jetzt darüber rede und so scheiße, aber ich habe selber fast nicht keine Glaube. Es war so surreal von mir gewesen, weil aus Kleinen habe ich so die Zeitung gelesen, die ging halt hier im Haushalt rumgelegen, die Freiburger Nachricht und so, dass sie Leute drin waren, wie der Gustav und so, Leute von hier der Umgebung. Klar sind die viel legendärer als ich oder irgendwie, aber dass ich jetzt auch in der Zeitung drin war, war selber eben lost gewesen. Also ich habe es ja gewusst, sie hat ein Interview mit mir gemacht und so weiter und so fort, aber es ist sehr, sehr nice gewesen und ich habe es kaum glauben können. Eben, dass ich in der Zeitung war, das habe ich kaum glauben, also nicht auf der Seite, sondern hier auf der zweiten Seite. Auf der zweiten Seite war wirklich ein fetter Artikel über mir. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Man sieht es absolut nicht. Hier. Das da hier. Ja, moin, man sieht überhaupt nicht. Es ist zum Kotzen. Ich kann überhaupt nicht mit Zeitungen umgehen. So. Zack, zack, zack. So. So. Hier ist der Artikel. So sehe ich aus. Seht ihr euch den sexy Boy an? Hier sitze ich gerade übrigens. Seht ihr den? Das ist der hier. Das ist ein Million Dollar Smile. Seht ihr den hier? Das ist der hier. Das ist der. Spass. Dass hier so ein grosser Artikel und sogar in den Kopf des Monats über mich gemacht worden ist. Erstmal, wenn das irgendjemand von den Freiburger Nachrichten sieht oder so. Danke, danke nochmal sehr vielmal, dass du das mit mir gemacht hast. Ey, es ist wirklich sehr, sehr cool und ich weiß nicht, wie ich das verdient habe und das YouTube-Zeug, klar ist es schon relativ gross, aber dass ich Artikel in so einer Zeitung bekomme, Ehre und ich finde es wirklich, ich habe es wirklich cool gefunden, dass so etwas gemacht wird und ich merke es ja fast selber, ich bin fast ein bisschen sprachlos selber gewesen, dass so etwas überhaupt möglich ist und so und hier ist übrigens im Artikel ist noch etwas zum Privat-Chat-Podcast gestanden. Elia, du bist ja noch im Chat drin. Es ist noch etwas zum Podcast gestanden. Und sie hat mir einfach so gefragt, was ich mache, für halt den Leuten, den Lesern von der Freiburger Nachricht einfach so ein bisschen näher zu bringen. Was, wo ich mache. Was ich für YouTube-Videos mache und was ich sonst noch mache. Aber Podcast und die Livestreams da hier. Ja, genau. Wenn ich mich so zurückerinnere, eben dann zumal, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich weiß nicht, wie es bei euch in eurem Kanton ist oder so, aber bei uns hat es so, wenn du in die SEC oder in die OS, in die Orientierungsstufe, also das nach der Primarschule, bei uns muss man so eine Prüfung ablegen. Und in der Prüfung, ich bin dann schon so gewesen, in die SEC B, also bei uns gibt es A, B, Real A, Real B. Bei anderen Kantonen ist A, B, C und D. Und dann bin ich in die C kommen, also in die Real A. Nicht in die SEC B, weil ja, ich bin ja nicht in der Uni und so. Und dann habe ich mir so die Entscheidung gefasst, irgendwie in meinem Kopf, ich bin ja noch sehr jung gewesen, vielleicht 10, 11, 12, ich weiß nicht, wie alt man dann ist. Und ich habe mir so die Entscheidung gefasst, yo, Dude, du musst jetzt die Tür ziehen in der Schule, du musst jetzt Gas geben in der Schule, weil sonst kannst nicht alles dir erfüllen, was du machen willst. Es ist mir gar nicht darum gegangen, oh, ich will nicht einen schlechten Job oder so machen, sondern es ist mir darum gegangen, yo, ich will Möglichkeiten offen haben, auch in Zukunft das zu machen, was ich gerne würde machen. Und dann habe ich Gas gegeben in der Schule. Ein bisschen mehr Gas gegeben als sonst in der Primarschule, wo ich absolut nichts gemacht habe. Vielleicht auch viel Scheiß gemacht und so. Und nein, bin ich jetzt zuerst ins C eingestuft gekommen, bin ich, also das Jahr wiederholt, bin im B gewesen, in der SEC B gewesen. Ja, ich bin in der SEC B gewesen und von dort aus habe ich dann ins College, also in Gimmer gehen und so weiter und so fort. Und habe dann mit YouTube angefangen, habe mit YouTube die Tür gezogen und gegrindet und so. Und ein Stück weit, wenn ich das selber sehe oder wenn ich selber hier das da, den Artikel oder so sehe in der Zeitung, macht es mir ein Stück weit irgendwie für mich selber so stolz, dass sie auf mir zugekommen sind und ich das jetzt mache. Also ich das jetzt kann machen und in der Zeitung kann sein, wo ich davor gedacht habe, niemals. Ich lese die Zeitung vielleicht beim 9. Mal, wenn ich irgendwo bügle oder so, aber niemals bin ich selber in der Zeitung auf der ganzen fucking Seite aus
Kopf des Monats. Es ist krass und ich realisiere es genau nicht und ich schätze sehr, dass sie auf mir zu sich kommen und dass ich das Anführungszeichen geschafft habe. Es klingt ein bisschen blöd oder so, aber irgendwie ist schon noch ähnlich cool. Und dass sich noch viele Leute bei mir gemeldet haben und so, ja, Hurgeld, du bist in der lokalen Zeitung und so, gratuliere dir. Das freut mich auch jedes Mal, wenn auch Leute geschrieben haben, sind sehr viele Leute geschrieben, ja, sehr cool, du bist in der Zeitung und so. Das war cool gewesen. Und das ist wirklich, hätte ich nicht gedacht. Und auch, wenn ich solche Kommentare da lese, also ganz, ganz grosses Merci an euch alle, die mich unterstützen, dass ihr hier ja auch ein paar Donations bekommen in dem Streaming, vielleicht 30 Stutz oder so. Unglaublich. Es ist wirklich krass. Und dass mir Leute zugucken und dass Leute das gerne haben, was ich mache und Lust haben, mir da jetzt, wie lange streamen ich schon? Schon Ewigkeiten, schon fast 2 Stunden streamen ich, dass Leute Lust haben, sich das einzuziehen und dass Leute Lust haben, sich meine Videos einzuziehen. Ja, das ist wirklich nicht selbstverständlich und da danke ich euch. Oh, danke euch, danke vor allem euch, den Leuten, die jetzt hier am Start sind. Bin ich in der Zeitung. Ja, klar ist nicht alles und ich mache genauso jetzt noch weiter mit YouTube, aber eben danke euch, meine treuen Zuschauer, ist so etwas möglich, danke vielmals, ja. Gut, ein bisschen ein emotionaler kleiner Real Talk habe ich jetzt gerade gehabt, habe ich jetzt noch schnell müssen machen, aber wirklich Ehre geht raus, Kuss. Geht raus. Nein, danke, seid ihr alle mit am Start und seid ihr alle so aktiv. Querdenker, du bist einfach geiler Sieg. Du bist auch geiler Sieg.